Grüß Sie, liebe Leute. Ich werde eigentlich heute noch ein bisschen was erzählen von der Schule. Und zwar das Liesal. Nach der Pause macht der Lehrer seine Runden, ob sie wohl keinen Saustall gemacht haben, seine kleinen Kunden. Wie er so im Schulhof genauestens umeinander schaut, hat er auf einmal seine eigenen Augen nicht mehr traut. Ein Lehrer ist schon der Atem stecken geblieben, hat einer beim Wieschern Liesal an Schnee eingeschrieben. Wer war das Volker der Klasse im Pfeilkraut, der den Namen Liesal an Schnee gewischt hat? Der Klassenwärts auch voll in ruhig und starrt, kein einziger hat sich mehr gemuxt oder gedreht. Wie er gemerkt hat, dass er mit Zorn nichts erreichen kann, fangen wir noch einmal, diesmal sachte und vorsichtig an. Ich will ja nicht schimpfen und den auch nicht drängen und ich werde für das ganz gewiss keine Strafe verhängen. Vorausgesetzt natürlich, das ist jedem ganz klar, dass sich derjenige freiwillig meldet, der das war. Der Hansel sagt auf, es ist einem nichts überblieben. Herr Lehrer, ich weiß, aber das Liesal hat geschrieben. Dankeschön, Leute.